Liebe Leute, herzlich willkommen bei Trashkurs mit Tessa und Lena und Ex on the Beach, Folge 5. Wir haben euch ja letzte Folge gesagt, es fällt uns ein bisschen schwer, da auch dran zu bleiben und wir brauchen jetzt irgendwas. Und da hat, glaube ich, einer von euch hat kommentiert, macht da Bingo draus. Vielleicht waren es auch mehrere. Und jedes Mal, wenn da halt was kommt, dann wird getrunken. Gefährlich wie Sau. Ja, und wir machen uns jetzt eine Brause auf. Hier ist Brause drin und die füllen wir uns jetzt ein und wir haben natürlich ein Bingo. Wir wollten das leider ausdrucken, aber leider ist der Drucker kaputt. Deshalb können wir das nur auf dem Handy machen. Aber natürlich haben wir auch an euch dabei gedacht und ich würde jetzt einfach mal darauf spekulieren, wenn das Video rauskommt, ja, ist auch der Post online bei uns bei Insta. Also schaut da mal vorbei und dann könnt ihr euch das runterladen und mit euren Friends zocken. Ist das was? Das ist ja wohl mal was. Oh ja, das macht funny fun im Gesicht. Ich hasse solche Flaschen. Wow. Ich hasse das auch wie die Pest. Soll ich dir auch mal was sagen? Nein. Es kann für mich jetzt hier gar nicht mehr gut werden. Hi, siehst du? Gar nicht mehr gut werden, weil ich eigentlich so einen scheiß Öffner brauche, wo du dann so diese Hebelfunktion hast. Verstehe ich 1000%. Weil da kriege ich die Kraft. Also wir gucken mal, ob das jetzt hier was wird. Aus meinem krassen Bizeps. Wir holen halt, mach jetzt das hier einfach. Wir holen heute die Lupen raus und gucken, wo seid ihr versteckt. Ja, noch keinen Schluck getrunken, fühle mich ja aber schon so. Okay, Leute, wir stoßen jetzt alle an. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt, falls ihr was da habt und mitspielen wollt. Cheers, auch an euch natürlich. Und hier, cheers, Gönjamin. Packt jetzt das Bingo aus oder macht euer Bingo gedanklich im Kopf. Und, wir dürfen es auch nicht vergessen. Wir dürfen es nicht vergessen. Ich habe dir irgendeins geschickt. Dann geht das jetzt einfach mal los. Wir starten rein. Falls ihr, falls euch das so viel Spaß macht mit dem Bingo und ihr aber Freunde habt, die das gar nicht gucken können, dann sagt denen mal, dass sie sich einen RTL Plus Account machen sollen. Ja. Am besten über den Link in unserer Videobeschreibung. Da geht's am allerschnellsten und das muss gemacht werden. Es geht überhaupt nicht anders. Wir starten rein. Bist du fertig mit Steffi? Ja, der ist ja auch krass. Nee, nein, nein. Dann mach mal. Genau jetzt musst du das Gespräch mit ihr suchen. Kann ja, das nicht so bis morgen warten? Mir fehlen einfach die Worte, Digga. Ich einfach keine Männer hier in dieser Lüge. Lüge! Ja, weißt du, wer es gesagt hat? Lüge! Joshua. Na klar. Lüge! Hier, guck doch mal. Ich bin doch ein richtiger Mann, oder nicht jetzt, hä? Wir haben übrigens vorhin uns überlegt, wie Joshua eigentlich in der Lage dazu ist, auf dem Handy zu schreiben. Mit solchen Oberarmen. Schreibt er immer nur so? Er kann nur so, weil er kommt nicht dran. Guck mal, steht mir eigentlich. Lüge, Dicker, Lüge. Lüge, ja, Lüge. Wobei ich aber auch mal trotzdem jetzt auch mal sagen muss, ich finde auch so ein Gequatsche doll massivst sinnlos mit. Hier ist kein richtiger Mann. Hier ist Na, kein sie ist richtiger halt total Mann. Verletzt, ne? Ja, aber dir wurden die Alarmsignale gesendet. Du wolltest sie nicht sehen. Richtig. Also ne, ich frage mich natürlich auch, ob das jetzt unbedingt an seiner Stelle sein muss. Sie hat ihm die übelste Ansage gedrückt in der Badewanne. Ja. Und er will am selben Tag jetzt nochmal vor ihr das mit Steffi klären. Das andererseits, ist Panne von dem. Andererseits ist es auch sein gutes Recht, ja, mit ihr auch da was zu klären. Und zeigt natürlich auch schon, dass sie auch übelst unsicher ist, wenn sie das jetzt so krass abfuckt. Ja. Dass sie sagt, brauch gar nicht mehr an, komm jetzt. Ja, und das ist irgendwas, ich denke mir dann immer so, Mann, Girls, ihr habt sowas Geileres verdient und hört auf immer zu denken, ihr seid alle Bob der Baumeister, wirklich. Bob der Baumeister. Yo, wir schaffen das. Bob der Baumeister. So, ihr lasst es einfach, hört auf an irgendwelchen Typen rum zu doktern, die nicht mal ansatzweise irgendwie auf Augenhöhe entsprechen so lassen. Ich bin bestimmt keine Frau auf diesem Universum, die jemand verarschen kann. Ich habe echt keinen Bock mehr verarscht zu werden. Ich bin echt keine Frau auf diesem Universum, die man verarschen kann. Ich liebe das, weil wir hatten Lisha, die so einen eigenen Sprachgesang Slang hatte, den man nicht so richtig nachmachen kann. Und dann hattet ihr letztens, Martin und du, noch jemanden, wo auch so ist. Und jetzt wäre das für mich die dritte hier im Bunde. Ja, so. Also, ja, weil es ist nicht so Standard-Assi-Sprache. Sagt man die Männer. Naja, nee, aber ich weiß ja genau, was du meinst. Und ich denke, ihr da draußen wisst auch, was Lena meint. Ja. So, für mich ist es Frankfurt-Sprech. Aber es ist auch nicht, ist auch böse.
Naja, ihr wisst schon, ne? Viel Sch, Ich, Du und Scheiß auf Grammatik. Ich schwöre dir. Also du bist so 100% so voll into Chris und nur Chris. Ja, ich habe auch schon von anderen gehört, dass ich dir anscheinend irgendwelche Blicke vorgeworfen habe. Ellie gibt mir Signale und flirtet mit mir, ja. Also nur, weil ich dir tief in die Augen schaue. Was haben wir denn hier? In welche Situation sind wir hier gerade schon reingeraten? Und ich denke mir so, nee. Also ich finde, dass ich hätte, würde so eine dünne Scheibs von diesem Selbstbewusstsein. Was Habi dort an den Tag legt, würde ich jetzt gerne haben. Aber bist du auch sicher, dass Chris nur die Nummer 1 ist? Ja. Ja. Naja. Naja, ich krieg schon Signale. Nee. Das Wenn du in dem Moment ein klares Nein bekommst, hör auf, hier den Lululand weiterzuspielen. Pick me boy. Also, nee, warte mal ganz kurz, ne? Also das sag ja jetzt nicht ich, das sagen mir ja die anderen. Und was soll das Outcome sein? Du guckst mir schon tief in die Augen. Was willst du, dass sie dann sagt, ja, okay, ach doch. Ach so, ja, okay, du hast recht, du hast mich ertappt. Lass mal oben bumsen gehen. Es gibt auch einfach Leute, die können jemand, also die können anderen Leuten gut tief in die Augen schauen, weil sie einfach da aktiv reingucken, anstatt halt nur so, weißt du, so, manchmal guckt man ja auch einfach vorbei. Wenn ich jetzt so angucke, gucke ich mal kurz, dann gucke ich mir dein Face an und sage, ja, kein Bock mehr. aber ich könnte dich ja auch angucken und die ganze Zeit so machen. Ja. Man würde, weil ja Funke zum Beispiel. Ja, nee, deswegen gucke ich. Guck immer weg dann. Verwechselt Freundlichkeit nicht mit Flirten. Also guckst du alle so an? Wie? Ich guck ganz normal. Lehn mich weit aus dem Fenster. Naja, sie hat mir doch Signale gegeben. Sie hat doch. Nur so generell. Hätte ich Interesse an dir gehabt, wäre ich auf Attacke gegangen, Fabio. Ellie, das ist doch aber... jedes Mal gekränkter Stolz, Digga. Ganz kurz, wir haben weder geflirtet, noch nahe gekommen. Da kriegst du mich in der Zündung aber schneller hochgezogen als Mike Sees. Mhm. Wirklich mit so einer Scheiße, wenn ich genau weiß, ich habe nichts gemacht und ich bin hier voll im Recht und du bist gerade der Clown des Jahrzehnts. Und wenn ich dann so ja, ist doch alles gut. Ist alles gut zwischen Lena, uns. Ja, alles gut. Du hast deinen, dann habe ich es falsch interpretiert. Nee, dann ist okay, Lena, alles gut. Junge, es ist überhaupt nichts gut. Du hältst jetzt mal deinen. Wirklich, du gehst jetzt in die Gusch stille Ecke und laberst mich nie wieder voll. Und reflektierst kurz dein clownmäßiges Verhalten. Und vielleicht fragst du mal im Interview, ob du mal eine Brille haben kannst. Mein eigener Arsch ist meine Nummer 1 hier im Haus und die können mich auch alle an meiner Nummer 1 einmal lecken. Ey, ohne Scheiß. Steht zwar nicht hier drauf, ich aber also, ja, geil. Und für mich, mir gibt es übelst die Elsa-Vibes vom Sprechen her. Naja, das ist verschiedene. Genau. Mädels gibt in der Szene, die so ihren eigenen Sprecher haben. Und ich glaube, es war wirklich, also die kannst du schwer nachmachen. Ja, das ist so. Und Ellie, ey. Schafft's. Ah, und? Cheers to auf dich. You. Du bist deine Nummer 1 und alle, die geil sind, können dich mal an deiner Nummer 1 lecken, Alter. Was willst du wirklich, Markus? Ich hoffe, mein Herz. Mein Herz hat immer recht. Kurzer Spoiler. Das hat bei dem nichts mit dem Herz zu tun. Muss ich leider. Also, das ist jetzt einfach nur mein Feeling von. Und das ist immer wieder so, die Mädels können das bestätigen. Gibst du einem Boy eine kalte Shoulder auf einmal, dann ist er ja so, doch wirklich, ich finde dich wirklich interessant. Und so schnell wie die kalte Schulter weg ist, ist auch der Boy weg. Es ist ein Teufelskreis. Also fragt uns nicht, was Männer besser machen können. Fragt uns das nicht mehr. Fragt uns erstmal, wie wir ein zufriedenes Leben führen sollen. Hat der Sack kickt schon. Weißt du, wie es ja ist? Ich hatte eine harte Woche. Leute, ihr könnt... Ich muss jetzt auch mal hier meinen kleinen Schnabel... Mein kleines Feierabend, Proseccochen. Am Ende des Videos kommen so krass die Weisheiten raus aus unserem Mund. Dass du mich und mein Wesen übel bloßgestellt hast. So, wir waren ja dann in der Badewanne. Und dann kommen wir runter und so das Erste, was du machst, ist mir ins Gesicht zu sagen, ja, ich muss jetzt erst mal mit Steffi reden. Wo ich mir gedacht habe, hängt der Typ? Geil! Hat er irgendwie einen Sprung in der Platte? Ist er irgendwie... Hängt der Typ? Wie geil ist das denn? Den Sprech werde ich mir wohl merken. Hängt der Typ? Sag mal, Alter, dass er hängt. Stell dir mal vor, der redet mit dir und du hast gerade irgendwie so eine Diskussion und sagst, warte mal, ganz kurz, hängst du gerade? Wirklich, was laberst du? Was ist denn los? Das war nicht meine Absicht, das war auch... Ich habe von Anfang an gesagt, seit Tag 1, seid hier ehrlich zu mir. Weder mich noch mein Wesen. Wird nicht angelogen. Nicht. Lüge nicht.
Ich habe dir nicht gesagt, ich kann dir versichern zu 1000 Millionen %, dass ich komplett kalt zu ihr bin oder so. Habe ich ja nicht gesagt. Ich muss scheißen. Ach so, Bruder, ich mach die ganzen Nägel, aber ja, du kannst auch neben mir kacken, mich juckt das gar nicht. Ich mach die ganzen Nägel ab. Nicht nur die Spitzen, ich mach die alle ab. Aber du kannst auch neben mir kacken, mich hört das gar nicht. Aber auch wirklich in einem süßen Ton gesagt, so wie, mach nichts, wenn du kurz telefonierst. Das nervt mich jetzt, aber jetzt haben wir hier uns ein Bingo gemacht und den Sophie. Und jetzt, ist das ja, ohne Bingo. Und jetzt ist es ja eigentlich eine lustige Folge diesmal. Wir verherrlichen jetzt hier keinen verherrlichen. Stopp! Leute! Bingo! Naja, klar, Stößchen. Wie gewinnt man denn, wenn man alle in a row hat? Leute, ganz ehrlich, keine Ahnung, ja. Christian! Fabi! Chris, könnte noch jemand kommen von dir? Keine Ahnung, wirklich, weiß ich wirklich nicht. Auf Janine hätte ich Bock, auf Alessandra nicht so. Also haben die Grund, dich hier auseinanderzunehmen? Keine Ahnung, eigentlich nicht. Also für mich ist Chris auch so einer, der mit Absicht die Banane so isst, damit er nicht rüberkommt, als ob er einen Schwanz im Mund hat. Hasse ich, wenn jemand so die Banane isst, kann ich sagen, nee, beiß die ab wie ein ganz normaler Mensch. Mach mir auch sauer, dass er eine Banane, sich entscheidet, eine Banane zu essen da unten. Danach wäre ich ganz arm voll. Ich bin Janine, 27 Jahre. Und jetzt will ich euch das hier nochmal genau sagen. Guckt euch diese wunderschöne Frau an. Ich habe nie viel mitgekriegt bei Love Island, aber sie habe ich mitbekommen. Und dass ich hier rausgenommen wurde von Alessa, sie zu bodyshamen, ist das krasseste Armutszeugnis, was dir in deinem ganzen Leben ausgestellt werden kann. Erstmal Panne, Köken, geh dich in die Ecke und schäm dich. Brauchst du nicht so, in die Ecke. Und diese sinnlose Entschuldigung, die da auf Insta kam, nee. Also nee, du hast bei mir richtig verschissen gehabt in dem Moment. Aber überhaupt erstmal zu Bodyshame ist einfach nur sinnlos wie die Scheiße. Aber ne, das ist gut, dass du es gerade hier nochmal rausarbeitest, weil es ist so, wozu? Ja. Also, na klar, generell wozu, aber why? Ja. Dumm, kloppt. Gar keinen Bock drauf. Mein Ex ist der Fabi. Wir haben uns bei Love Island kennengelernt. Da war aber leider eine Person dazwischen. Das war die liebe Alessa. Na, du Arschloch? Wieso geht man denn da gleich an den Arsch? Loco! Ey, ich freue mich übel, dass du hier bist. Wirklich, ohne Spaß. Zwischen mir und Fabi ist da eine Spannung. Weißt du, die machen noch wenigstens noch mal rum, also ja, dass da noch was geht zwischen denen noch mal? Ich glaube auch. Er macht aus Prinzip, weil er schon merkt, dass er da bisher jetzt nicht so gut angekommen ist bei den restlichen Mädels. Hier gleich schon bei der Begrüßung an den Arsch getan. Genau, dann wird er da wieder sein Ego ein bisschen mit ihr aufpushen wollen. Sie checkt immer, nee, das ist immer noch ein Boy mit einem kleinen Ego, der eigentlich ein lieber Typ in sich drinnen ist, aber der zu sehr im Außen festhängt. Dann will er eigentlich am Ende Janine mit ihr nur Ellie eifersüchtig machen. Dann wird das nicht funktionieren. Dann wird er sagen, Mensch, eigentlich ist das wirklich ein cooles Mädel. Dann kommt Alessa. Ui, okay, okay. Ne, merken wir uns mal so. Viel Spaß auf eurem Date. Ich finde es sehr schön, dass wir jetzt mal Zeit zu zweit haben und auch die Chance nutzen können. Gott sei Dank, niemand von uns, danke schon. Aber weißt du, was kommen könnte? Dass auf einmal diese andere auch aufkreuzt. Ich hätte dich gerade erst so angeguckt, weil ich so dachte, nee, wirklich cool, danke, dass ihr uns diese Szene zeigt. Check jetzt, warum uns das gezeigt wurde, aber sowas schallert mich so krass aus dem Leben raus. Wirklich schallert, guckt mal meine Augen an, rausgeschallert. Wenn ich sowas Dummes höre. Es trägt halt wirklich nichts zu der Unterhaltung bei. Nee, leider. Es ist dann eher wieder, ich war gerade hier. Gerade, ich hatte ja wirklich das Gefühl, wir haben gerade mehr Bock, also mehr Fun, ja, als die letzten Folgen. Und jetzt ja, ja, kommen immer wieder so kleine Sachen, wo ich denke, boah, lachen, mach weiter. Deswegen ist sie auch als erstes reingekommen vor Alessa, damit die jetzt noch ein bisschen Zeit haben, sich kennenzulernen. Stell dir mal ich vor. Ich habe null Plan, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sina und Alessa so krass BFF sind. Ja, sehe ich. Oder sind die? Weiß ich nicht, aber ich würde es sehen. Ich hatte mit ihr ja noch nie so dieses Date, dass ich gesagt habe, wir freuen uns aufeinander und wir wollen das und ja, safe. Hat er mit ihr noch nie so ein Date, wo wir gesagt haben, wir freuen uns aufeinander und ja, safe. Ja, safe, Alter. Deswegen mal schauen, mal safe, Dicker. Ja, Mann, der hat so Bock auf sie und ich hoffe, dass er wirklich Bock auf sie hat und nicht einfach nur Bock hat, weil er halt jetzt die letzten 2-3 Male abgeblitzt ist. Ja. Das ist ja eher deine Vermutung. Ja. Was ist denn, wenn jetzt hier wieder Alessa reinkommen würde? Wenn du wieder so dumm bist, dich auf sie einzulassen, dann go for it. Aber dann ist hier komplett Endstation. Also für mich ist der Mensch unten durch. Und für mich ist der Mensch unten dreckig. Schleicht da wie so ein Disney-Villain barfuß durch den dunklen Wald. Sass. Was? Was? Ich habe nichts verstanden. Was? Jetzt mal ganz im Ernst. Was? Also Sass? Kenn ich von der Tagesschau?
Ja, so hat sie es auch angehört. Ja, läuft beim Boomer. Wow. Aber jetzt am Anfang habe ich verstanden, für mich ist der Mensch unten läuft dreckig. Was? Sass. Wer läuft denn da so dreckig durch den Unterholz? Sass. Suspicious, verdächtig. Ja, also wenn eine Alessa durch den mexikanischen Urwald tingelt, dann ist das sicherlich verdächtig, weil sie wird ja wahrscheinlich keinen Urlaub machen. Reden die jetzt? Ja. Ich war da das Wochenende und sie war 2 Tage vorher da. Sie so, da war ich auch bei ihm und ich habe mit ihm geschlafen. Irgendwann. Du hast es nicht zugegeben. Habe ich nicht am Telefon, haben wir das nicht? Du hast es nicht zugegeben. Entweder sagst du von Anfang an, hey, guck mal, wenn meine Ex reinkommt, kann es sein. Go for it, okay? Aber wenn du mir sagst, nein und hier und kein Kopf und so und ich habe mich geändert und bla bla bla. Und ich aber jetzt sehen würde, dass da wieder was mit sich hat, mit ihr hat, so am Ende des Tages, so er steht als Arschloch da, nicht ich. Ja, Girl. Ich komme mir ganz schwer mit, das ist also, Wahnsinn. Vor allem, er hat ja gar nicht gesagt, es wird nie wieder was laufen. Er hat selber dann damit immer wieder zweimal noch gesagt, er weiß es nicht. Prozent. Oh, Maus, wir machen mal schnell weiter, dass du ins Bett kommst. Ja. Ich sehe halt auch immer das Gute in den Menschen und ich denke mir so, würde ich jetzt einen Fehler machen, würde ich auch wollen, dass du es mir verzeihst. Mit was für Gedanken bist du allgemein so hierher gekommen? Ich wollte wissen, warum du es mir angetan hast. Du bist mit den Gedanken dahin gekommen, geile Zeit, Sendezeit, Gagenzeit, Alkoholzeit, Eikostzeit. Wir dürfen nie wieder was trinken. Ich glaube der ganzen Sache nicht so. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen viel gespielt. Sie bringt den nächsten Plot-Twist mit rein. Ellie behauptet, dass Triss und Steffi vielleicht etwas bisschen faken um zusammen. Sende Zeit. Gagen Zeit. Zu bekommen. Wie seht ihr das? Haut es in die Kommis. Kommi-Zeit. Die Signale von Steffi sind deutlich, die sehe ich und die verwirren mich. Du gehst mir einfach so ein bisschen aus dem Weg, ich merke das ja, ne? Und es gibt schon Dinge, Nele, die haben mich nicht nur verletzt und... Also das war ein barbarischer Rosenkrieg da unten, barbarische Rosenkrieg. Ich weiß auch, dass ich dich verletzt habe, ich weiß auch, wie du mich geliebt hast. Tut mir echt leid, dass das so gekommen ist. Lass mich dich mal umarmen und dann... Oder willst du nicht? Ich muss mal ehrlich sagen... Für mich ist das ich. So, weil ein Mann, der so... Willst du mal? So. Darfst du? Darf ich? Willst du? Er sitzt ja so da. Mit Flipflops. Man sieht's nicht. So, willst du mal drücken? Willst du mal in den Arm kommen? Nein. Willst du mal hier reinkommen? Komm, willst du mal drücken? Willst du mal drücken? Meinst du, sie umarmt ihn jetzt? Ja. Weil irgendwie habe ich ja ein bisschen das Gefühl, sie schließt eigentlich auch nicht aus, sie macht nur so auf Tough Girl. Ja, klar. Du hörst jetzt auf mit die Genscheiße. Ja, was soll ich machen? Einfach mal das lassen. Wollte eine Umarmung geben, da war sie dann sehr zögerlich. Hast du schon mal einen Pizzabäcker gefragt, ob er dir eine halbe Pizza machen kann? Jo. Macht er nicht, der schneidet die auseinander, aber erstmal macht er die ganz. Weißt du, wie ich meine? Dafür muss ich mir erstmal irgendwie selber so ein bisschen bewusst werden, was ich will, weil ich total verunsichert bin. Hallo. Janine, du bist eine falsche Schlange. Zieh dich warm an. Ich habe Fabi schon einmal gehabt und ich werde ihn auch wieder bekommen. Hanne! Also ich habe extra freigenommen, weil vorher muss sie ja Max Wilschrei noch ihre ganzen Extensions erstmal entfernen. Vor Ex on the Beach. Wir sagen das jetzt einfach. Sagen also, wir so. Ich meine, die haben ja auch selber schon räudige Kommis unter hier VIP.de und so einen Scheiß geballert. Sie hatte davor was mit Max Wilschrei und es lief wohl eigentlich auch ganz gut. Aber scheinbar. Sie hat gesagt, ich muss halt zu Ex on the Beach. Ich muss und will zu Ex on the Beach. Und wir verfolgen jetzt mal, also Max hat ja da noch gesagt, mach das, ich warte auf dich. Ja. Und wir verfolgen mal hier ihre Reise mit dem Hintergedanken, dass sie Max Wilschrei hier an der Angel hatte. Da dran. Na Fabi, verarschst du Frauen immer noch so, wie du mich verarschst? Ich verarsch Frauen. Ja, die ganze Zeit. Ist klar. Ist so? Du hast mich von vorne bis hinten verarscht. Ich hab dich verarscht. Ja? Ist sie wild? Was ist? Also sie muss es machen, aber was ist denn das? Aber wer so hat dumm. Sich das denn ausgedacht? Finde ich dumm. Fuck mich jetzt schon mal ab, weil die zwei hatten gerade eine schöne Zeit, hatte ich das Gefühl. Jetzt kommt sie da raus. Und alles auf Janines Kosten. Ja. Und wirft da Fabi mit dem Schlamm voll, wenn sie jetzt auch noch einen Dummspruch gegenüber Janine macht die. Macht die. Und ich muss halt sagen, also es tut mir wirklich leid, da bin ich jetzt wahrscheinlich richtiges Mean Girl und kein Girls Girl. Aber Alessa ist auch kein Girls Girl.
die guckt drauf, wann kann ich mir in Fußballer wieder schnappen. Es ist leider so, ich werde so Hate-Kommentare kriegen, aber es ist kein Girls Girl für mich. Mm-mm, nö, Quatsch. Bullshit. Mein Name ist Alessa. Man kennt mich von Love Island letztes Jahr. Ich bin sauer auf den Fabi, weil er ist bei Love Island mit Janine zweigleisig gefahren. Ich habe dich ein paar Mal gefragt, du hast gesagt, du willst nichts von ihr. Sie ist gestorben für dich, du hast kein Interesse an ihr. Immer die von Anfang an gesagt, dass er sich für dich entscheidet. Ja, aber wie oft bist du ihm hinterhergerannt? 14 Tage. Ja, aber trotzdem bist du hinterhergerannt und deswegen ist er trotzdem zweigleisig gefahren. Und deswegen war ich trotzdem sauer, weil ich hab dich ja nur gebodyshamed, weil du da trotzdem hinterhergerannt bist. Und du bist außerdem auch blöd. Ja, sie rennt Moment mal, ich bin noch nicht 14 Tage ihm hinterhergerannt. Also ich sehe nicht aus wie ein Hund oder sonst irgendwas. Also wie viele Körbe hast du bekommen? Sammelst du Körbe oder wie? Macht sie im Ernst hier gerade weiter? Und deswegen ist diese dumme Kackentschuldigung von der so nichtig gewesen. Wirklich, hört auf, immer so ein dummes Gelaber immer zu glauben von den Leuten, die nur irgendein scheiß Statement machen. Mann, nee, und jetzt bin ich aggro. Und jetzt wäre eigentlich im normalen Leben mit dem Alkohol jetzt wegstellen. Oder richtig reinstellen. Ey, du hast jetzt bei Ryan, du bist dreimal, hast du ihn angefolgt und wieder entfolgt und in sein Live reingeschrieben. Ah, yeah. Bitch, I said what I said. Alter, da wünschte ich mir eigentlich jetzt, dass Ryan noch drin ist. Und ob sie sich vielleicht auch gedacht hat, naja, Ryan und ich vielleicht da drin. Und dann wird sie jetzt vielleicht pissig sein, dass er schon weg ist. Bin ich auch gespannt, ob wir da irgendwie was hören. Mhm. Naja, aber Leute. Keine Sorge, sie wird da schon noch Anschluss finden in der Villa. Bleibt mal dran. Alessandra, überall wo der Famous willst du immer hin. Stimmt nicht. Mensch. Ja, echt so. Janine, ich rede gerade nicht mit dir. Ja und? Ich bin aber hier. Ja, du kannst gleich heimgehen. Du kannst gerade in die Villa gehen. Ich habe genug von dir, brauchst nichts mehr sagen. Du kannst in die Villa gehen. Ey, hör mal ganz kurz. Worauf wartest du? Du kannst in die Villa gehen. Und jetzt ist sowas von Schluss. Kann man sich so eklig, das ist so und peinlich und räudig und schrecklich verhalten wie diese Frau. Again. Der gleichen Person gegenüber. Also erstmal bin ich sauer, dass Janine jetzt wirklich geht. Aber vielleicht hat sie auch von der Produktion gesagt bekommen, ja, es war eigentlich so gedacht, dass es, aber sie hätte es nicht so beschissen sagen sollen, so mäßig. Nee. Das ist so krass überheblich, aber gleichzeitig auch so durchschimmert, wie lächerlich und unsicher sie ist, dass sie sagt, geh jetzt. Also, ich finde das ganz schlimm. Ich habe genug von dir gehört. Es geht ja nicht um dich, Maus. Die zwei hatten ein Date. Du kamst dazu. Und selbst wenn das eine Ansage von der Produktion war. Sicherlich nicht so. Ich glaube, ich nämlich auch nicht so. Bah. Weil einem Menschen das so ein Gefühl zu geben, das ist so eklig. Wisst ihr, wie eklig sich Janine gerade fühlen muss? Das ist so einräudig. Das ist für uns auf der Couch schon eklig und ich möchte. Oh, nee. Das ist wirklich unterste Schublade an Mensch. Sorry. Und, ja. Ist so. Aber freue mich wieder auf dein Entschuldigungsstatement. Ach, Quatsch. Joshua, was ist dir wichtiger? Das alte Feuer wieder neu entfachen oder der Sprung ins Unbekannte. Doch dafür muss die andere gehen. Sharon oder Sina? Ich hab dir gestern gesagt, ich finde dich attraktiv. Du hast das nicht mal ansatzweise erwidert, was ja auch nicht schlimm ist. Ja, ja. Und mit Sharon ist das ja noch nicht ganz gegessen, so diese ganze Sache. Ich finde seine Entscheidung sehr gut. Also es ist natürlich immer komisch, wenn da eine Ex-Person irgendwie mit drin ist und man sich dann irgendwie für die Ex-Person entscheidet, aber okay. Ich finde es aber nur konsequent, dass er sagt, Sina, ich habe dir gestern gesagt, ich finde dich halt sexy und so. Und es ist natürlich viel leichter zu sagen, ich behalte die sexy Person drin und vielleicht komme ich ja doch noch mal ran. Und dass man da wirklich sagt, naja, es kam nicht zurück, es scheint mir jetzt für mich jetzt nicht so viel Potenzial zu haben mit uns Zweien, deshalb schicke ich dich nach Hause. Finde ich konsequent und finde ich erstmal überraschend gut. Ja, aber irgendwie weiß ich nicht, es ist so, also wie viel Sinn hat das jetzt mit Sharon da noch? Das weiß ich auch nicht. Und so, ich finde auch nicht, dass ich deinen Ex unbedingt immer für einen Ex-Partner, Ex-Partnerin entscheiden muss. Nee, finde ich auch nicht. Also auf gar keinen Fall. Ich bin auch völlig fein, wenn jemand sagt, mit uns ist es durch und ich möchte die andere Person vielleicht kennenlernen. I have to move on, I gotta go my own way. Genau, aber ich finde das trotz, also ich finde es einfach krass, dass er mit diesem Korb, dass er den einfach hinnimmt und nicht denkt, nee, ich versuche sie nochmal zu überzeugen, ich behalte Sina hier. Nö, finde ich gut. Und auch so alles, wie er es rübergebracht hat, top. Wenn von Sina was zurückgekommen wäre, Joshua, ich finde dich auch attraktiv, so lass weiter kennenlernen. Hätte auch sein können, dass ich Cheryl nach Hause geschickt hätte. Sie Schwein gehabt übrigens für Nathalie, weil die hat ungefähr genauso viel Sendezeit bekommen wie Sina. Ich habe auch eigentlich gedacht, es wird jetzt, es heißt jetzt Nathalie, nee. Ja, Nathalie und Sharon. Verstehe ich. Ja. Ich weiß nicht, warum ich habe Ex on the Beach auch keinen Bock mehr auf Sina gehabt. Ex on the Beach auch gar keinen Bock auf irgendwelche Logik. Nee. Scheiß drauf.
Wir machen, was wir wollen, weil wir es können. Und jetzt passiert eine Wand. Nein, ich habe 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieso hast du schon 6? Weil ich volljährig bin. Lies vor. Das Terror-Tablet lacht, Ex macht eine Ansage, eine Person weint, ich habe keinen Bock mehr verarscht zu werden. Wer hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr verarscht zu werden? Wer? Hab ich doch zu dir gesagt. Wer denn? Na, die am Anfang da, Ellie oder wie sie heißt? Mensch, Ellie, Alessa oder so. Und Streit. Mann, ich habe nur Streit, ein Date wird gecrashed, eine Person weint und das Terror-Tablet lacht. Ja, es wird gelästert? Ich nicht dafür. Es wurde schon gelästert, oder Leute? Hab ich aber auch drauf, also Vorsicht, da bin ich näher am Bingo dran. Mann, ey. Eine Person schreit. Es wurde schon geschrien. Mach doch. Ich freue mich schon, dass er mich ausgewählt hat, hier zu bleiben, weil mir das ja dann auch irgendwo zeigt, dass er mich doch noch ganz gut findet. Hier kriegst du dein Armband zurück. Hast du mir schön bei Love Island geschenkt, kann ich gerade zurückhaben. Du kommst hierher und du hast einfach gar nichts. Ich habe bis jetzt mit keiner Person was gehabt und es ist 3 Monate lang her und so stehe ich hier auch und das schwöre ich auch. Willst du mich jetzt reduzieren auf meinen Body? Das ist nie dein Ernst. Dass sie jetzt gerade den Satz andeutet, willst du mich jetzt reduzieren auf meinen Bodycount, Maus, was hast du denn gemacht? Die muss sofort rausgenommen werden dort gerade. Die ist die lokoste Frau seit langem. Ich finde die so... Die ist ja ganz gestört. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube jetzt immer mehr, was Max uns erzählt hat im Karneval. Ja, das, ja. Ich war da drin in dich verknallt. Ich hab... Ach du Scheiße. Also jetzt können wir es wirklich abbrechen. Du warst in mich verknallt? Ich war nicht verknallt. Er war mir schon nicht egal. Das ist ein Scherz, was wir da sehen. Das fuckt mich, es nervt mich todes. Also wenn ihr dachtet, dass Paulina gut geschauspielt hat, letzte Staffel mit Fake drin. Wir waren alle nie ready für Alessa. Was ist das denn? Ich kann es gar nicht in Worte fassen, kriege ich eine Gänsehaut. Also wie man sich nach Love Island, nach dem ersten Panda-Auftritt, wirklich zu Hause die Scheiße zusammenschustern konnte, da habe ich Fragen zu. Ja. Ja, mal einen Workshop machen. Ich hatte Hoffnung mit ihm und ich war verknallt in ihn. Hätte mir nicht so weh getan. Die muss lachen! Die musste lachen! Leute, so habe ich früher geschauspielert bei meinem Bruder. Wenn ich so tun wollte, als ob er mir gerade weh getan hat, damit ich dann mal schnell wegrennen kann und mich vorher kneifen kann. Naja. Nee. Der hat was gemacht, dann bin ich schnell weg. Ich so... Das tat voll weh. Der so, oh nee, bitte nicht petzen. Und dann habe ich kurz den gezwickt und bin schnell weggerannt. Ah, okay. Mhm. Naja, also peinlicher Auftritt von vorne bis hinten. Wahnsinn. Alles. Also, dass die kann so froh sein, dass Fame Fighting Challenger vorbei ist, weil... Vielleicht wird sie aber auch ins Main Event gevotet. Aber ja, gestern auch dann in das andere Schlafzimmer gewandert. Nein. Oha. Hast du neben ihm geschlafen? Ja. Habt ihr ein bisschen gekuschelt? Nein, gar nicht. Nein, nur in der Früh war so. Also er bei mir. Aber ich weiß halt auch nicht, wie es ist, wenn jetzt eine andere Frau reinkommt. Die ihm gefallen könnte? Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dann auch wieder abgeschrieben wäre. Weißt du? Hey, wir haben eine neue! Was? Von den Boys sage ich euch, eigentlich ist er nie so... Keiner so richtig mein Typ, aber es könnte passieren. Wie heißt wenn der? Du besoffen wärst. Wie heißt der Mandala? Da kommen wir jetzt in die Quere. Wie heißt der? Ich weiß es, wie der heißt. Phil? Phil Ronaldo? Ist das? Nee. Der nennt sich, nee, wird nicht gerne Phil genannt. Philipp. So. Dann, aber auch weil der so am reifsten ist. So bei Chris habe ich das Gefühl, und ich habe schon live gesehen, dass ich einen Kopf größer bin. Und einfach Kind für mich. Und Fabi? Nur wegen der Größe. Ja, Mann. Fabi sei dir aber auch zu jung eigentlich. Ja, aber wenn ich jetzt nie davon ausgehe, dass ich so alt bin, wie ich alt bin. Oma. Dann und noch da leben würde, wo ich leben würde, dann würde der ja so reinpassen. In das Beuteschema früher so. Das, lass mich mal 22 sein. Natürlich würde ich auf einen Fabi stehen. Aber ich bin ja zum Glück keine 22 mehr. Ja, ich weiß, was ich du meinst. Ich bin ja erst 24. Aber ich weiß nicht, wie wir das da drin regeln würden mit dem Philipp. Ja, Alter, du kannst den Vorlauf haben, der kommt dann zurück und dann sagen die, Mensch, Lena, du eigentlich. Sag ich ja. Deswegen habe ich doch gechillt bis hier eben. Raucherecke. Da findest du mich nicht. Dann ist nämlich, da kommen wir jetzt nämlich in die Quere. Dann nehme ich meine Flirtzeit dann mit Philipp einfach in der Raucherecke. Okay. Aber ich will den jetzt eigentlich auch nie. Ich mache meine Flirtzeit mit Philipp oben im Whirlpool. Aber willst du den jetzt auf Ernst oder wenn wir wählen müssten? Bei mir ist es, wenn wir wählen müssten. Ja, wir müssten, aber ich finde den schon sexy auch. Rein von Optik.
Er ist schon sehr charmant. Du willst nicht ohne Grund seiner Ex. Sind wir ja plötzlich fertig? Mann, das hat mir. Also, Also wenn wir sagen, Chris geht zurück zu Steffi, hab ich ein Bingo dann? Nein, dann hab ich ja vorher auch schon liebes Comeback. Wo denn? Bei Ton. Posuja. Ach, das ist bekloppt, was wir hier erzählen lassen. Sharon. Leute, das hat mir trotzdem ein bisschen Fun gemacht. Heute ja, war es funniger. Schon. Aber Alessa, leider wird dazu beiführen, dass ich nächste Woche wahrscheinlich dazu beitragen. Ja. Beitragen. Aber Alessa wird leider dazu beitragen, wird das herbeiführen, dass ja, ich ja, safe. Sauer, abgefuckt ja, bin. Ja. Die wird mich so ankotzen. Ja. Jedes Mal, also ich bin offen dafür, dass da vielleicht auch was anderes rauskommt aus ihrem Mund als Müll. Aber ich bin gespannt, weil bisher war es nur Scheiße. Und was wir hier gerade in der Vorschau gesehen haben, war auch nur unsympathisch des Todes. Ich war nur gerade so drin, weil du gesagt hast, die wird mich ankotzen jedes Mal. Ja. Ich hoffe, es kommt was anderes aus ihrem Mund. Und ich hatte ja aber vorher schon das Bild, dass sie dich ja, jedes ja, Mal ankotzt. Ja, ich weiß. Mann, es war ein Glas Sekt. Ich glaube, uns hat es nur Spaß gemacht, weil dieses Limo-Glas bei uns stand. Des Sektes wegen. Ihr schaut nochmal bei Insta vorbei, wenn ihr jetzt nicht mitgemacht habt mit dem Bingo. Es ist für uns noch ein bisschen schwierig, weil wir haben eigentlich gerade geguckt und gleichzeitig Bingo gemacht. Gab ein kleines Problem bei mir da. Aber ich glaube, ich hätte eigentlich gewonnen. Nein. Nein. Warum? Weil halt. So, wir haben jetzt eine Feierabend. Feierabendzeit. Und ihr habt jetzt eine Likey-Zeit. Und eine Kommi-Zeit. Nee. Also ich möchte mich entschuldigen nochmal jetzt im Nachhinein, weil das geht scheinbar gar nicht mehr. Wir können hier so ein Prosecco-Limo-Ding nicht aufmachen. Ne? Nochmal für alle, die das gesanglich nicht verstanden haben, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Und schaut bei Insta auch vorbei und lasst uns da auch ein Abonnement da, wenn ihr das noch nicht getan habt, weil das verstehe ich nämlich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Nee, das versteht. Nee, ist richtig. Aber andersrum verstehe ich es auch nicht. Leute, die bei Insta folgen und bei YouTube nicht, dann sage ich, oh, es geht nicht. Alles zusammen. Ansonsten schaut alle Videos vom Wochenende. Ende. Und letzte Woche, wir haben Laylas Wimpern getestet, ja? Der Shop ist offline, das ist uns bewusst. Das war uns schon klar. Aber deswegen das Video von Anfang bis Ende schauen. Genau, und wenn ihr jetzt sagt, euch interessiert es vielleicht nicht so, wir haben wirklich was Lustiges draus ja, gemacht. Ja, doch. Es lohnt sich, das wir, zu ihr gucken. Habt eine Gag-Zeit, ja, ähnlich wie heute eine mit uns. Eine Gag-Zeit! Seid so wie ihr bleibt! Tschaui! Hü! Ha! Seid!